Ihr sollt euch nicht anfreunden, Leute. Ihr sollt gegeneinander kämpfen. Ja, das ist auch gerade mal ein schönes Bild. Das sieht man sehr, sehr selten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Wir haben heute wieder ein super spannendes Duell hier ausstehen. Und zwar haben wir da auf der einen Seite den Carnotaurus. Er kostet ca. 1,4 Millionen, hat einen Angriffswert von 88, eine Verteidigung von 31. Und er tritt heute an gegen den Mayungasaurus, ja. Den suche ich hier nochmal ganz schnell in der Liste. Wo haben wir ihn denn? Da, Mayungasaurus kostet, ja, etwas über 1,4 Millionen, also ziemlich ausgeglichen schon mal. Hat einen Angriffswert von 83, eine Verteidigung von 32 und ihr seht schon, die Werte sind wieder sehr, sehr dicht aneinander. Das heißt, es könnte ein sehr spannender Kampf werden. Ich brüte die beiden aus und ich bringe euch zurück, sobald hier der Kampf losgeht. Der Carnotaurus. Sein Name bedeutet fleischfressender Stier und bezieht sich auf seine Hörner und Augen. Rivalisierende Exemplare haben sich vermutlich gegenseitig Kopfstöße versetzt, deren Wucht durch die Hörner absorbiert wurden. Dieser leichte Raubsaurier bewegte sich auf zwei Beinen fort und war wahrscheinlich einer der schnellsten Theropoden, was es ihm leichter machte, kleinere Dinosaurier zu jagen. Seine vorderen Gliedmaßen waren jedoch wesentlich kleiner als die aller anderen großen Fleischfresser. Er wurde bis zu 3,30 Meter hoch, 2 Tonnen schwer und 10,4 Meter lang. Der Mayungasaurus war ein mittelgroßer Theropode, der in Madagaskar lebte. Sein Name bedeutet Mayunga-Echse, was sich von der alten Schreibweise des Ortsnamen ableitet, an dem er entdeckt wurde. Er war ein herausragender Jäger und scheint eher mit den Dinosauriern in Indien als in Südafrika verwandt zu sein. Außerdem ist er einer der wenigen Dinosaurier, die auch ihresgleichen gefressen haben. Er wurde bis zu 2,20 Meter hoch, 1 Tonne schwer und 9 Meter lang. Ja Leute, ich bringe euch hier zurück. Der erste Kampf, den gucken wir uns aus Sicht des Carnotaurus an. Und es scheint hier auch so, als wenn die beiden jetzt hier direkt aufeinander losgehen. Der Carnotaurus ist im Wasser. Ob das ein Nachteil ist, ist eine gute Frage. Aber er schlägt hier direkt zu. Es scheint kein Nachteil zu sein. Und der Mayungasaurus kommt in Schwanken, aber schlägt zurück. Oh, das wird hier ein sehr ausgeglichener Kampf, wie es ausschaut. Aber der Kano ist, wie gesagt, im Wasser und auf einer niedrigeren Position. Das könnte wirklich hier ein Nachteil sein. Die beiden, die geben sich hier nichts. Die haben sich jetzt jeweils zweimal getroffen. Beide sind stark verwundet. Beiden scheinen jetzt auch erstmal wieder auseinander zu gehen. Wir gucken mal, ob wir hier einen Cut setzen müssen oder ob die beiden jetzt gleich direkt weiterkämpfen. Es scheint mir fast so, als wenn sie... Ja, es sieht sehr danach aus, dass sie jetzt hier weiterkämpfen. Bis aufs Blut. Und der Carnotaurus schlägt noch einmal zu. Das sieht gar nicht gut aus für den Mayungasaurus hier. Aber er schlägt zurück. Meine Güte, das ist wirklich hammer ausgeglichen hier. Oh, der Mayungasaurus hat jetzt den Kopf gesenkt. Das sieht gar nicht mehr gut aus. Der Carnotaurus packt ihn jetzt hier. Bringt ihn zu Boden. Und holt sich somit den ersten Sieg hier in diesem spannenden Duell. Das war wirklich, wirklich ausgeglichen mal wieder. Und der Carnotaurus geht 1:0 in Führung. Ich bringe euch zurück für den zweiten Kampf. Den schauen wir uns dann aus Sicht von dem Mayungasaurus an. So, ich bringe euch zurück für Kampf 2 und wir schauen diesmal aus der Sicht von dem Mayungasaurus
Und ich dachte, die beiden gehen jetzt eigentlich aufeinander los, aber es scheint mir so, als wenn die jetzt wie die allerbesten Freunde, die beiden nebeneinander trinken. So sieht's hier aus, ja. Das tun sie auch. Ihr sollt euch nicht anfreunden, Leute. Ihr sollt gegeneinander kämpfen. Ja, das ist auch gerade mal ein schönes Bild. Das sieht man sehr, sehr selten, tatsächlich. So, jetzt gehen sie aber aufeinander los. Jetzt geht's hier los, Leute. Kann der Majungasaurus hier den Ausgleich machen? Oder kann der Carnotaurus ihn hier abfertigen und den Sieg nach Hause holen? Es ist wieder sehr ausgeglichen. Jeweils ein Treffer gelandet. Und der Majungasaurus, den zweiten Treffer. Wenn er jetzt den dritten hinterher setzt, dann sieht das hier echt gut aus. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und nein, der Carnotaurus schafft auch den zweiten Treffer. Gehen Sie jetzt hier wieder auseinander, wie im ersten Kampf. Ja, es scheint mir fast so, ja. Die beiden trennen sich erstmal wieder. Aber wenn wir Glück haben, gehen sie hier direkt weiter aufeinander los und kämpfen. Und das tun sie auch sehr, sehr gut. Der Carnotaurus sieht hier noch ein bisschen gekränkt aus, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt geht's hier los. Beide wieder in Kampfposition und der Carnotaurus schnappt zu. Das sieht jetzt hier gar nicht mehr gut aus für den Majungasaurus. Aber er schlägt zurück. Also wirklich, wirklich krass ausgeglichener Kampf hier wieder. Das könnte hier wirklich den Ausgleich geben. Aber nein, es gibt keinen Ausgleich, wie man hier sieht. Der Carnotaurus packt ihn mal wieder und holt somit den zweiten Sieg und kommt somit eine Runde weiter. Der Majungasaurus ist damit ausgeschieden. Und das war ein wirklich, wirklich spannender Kampf. Schade, schade, dass wir hier nicht das 1 zu 1 gesehen haben, damit wir noch den entscheidenden dritten spannenden Kampf haben. Aber das war hier wirklich ein sehr, sehr spannender Kampf. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Schönes Wochenende.